verstehen, warum Balburga dir einfältigen Zittergnomen Zauberkräfte verliehen hat. Ja, wie sagt es schon ein altes trollinesisches Sprichwort? Wer Regen sät, kommt in die Flasche. Es war nicht meine Schuld, dass sich das Gewitter über Walburgas Gartenparty entladen hat. Ja, da ist sie aber anderer Meinung. Das aber ich nicht. Und jetzt lass mich hier raus, Hugo, verstanden? Naja, nur wenn du mich da ganz nett drum bittest. Na gut, bitte, mein Trollchen, hol mich aus der Flasche raus. Naja, war für den Anfang schon ganz okay. Aber, ja, bleib locker. Ich hol dich ja raus. Aber nur, weil ich heute meinen großzügigen Tag habe. Bananeneis und Panorama. Es erscheine hier und jetzt Hexana. Ja, und was sagt ihr, sie freundliche Hexe? Wie bitte? Nein, nicht wie bitte. Sie sagt, danke, Hugolein. Ah, das gefällt dir wohl, mich hier zu schikanieren. Doch, nicht wirklich. Ja, und damit du siehst, dass ich es ehrlich meine, werde ich dich jetzt alleine lassen nach Hause gehen. Ja. Da musst du aber erstmal an Knuti, Engel und Bert vorbei. Ja, kein Problem. Ich habe ja Zauberkräfte. Erdbeermilch und kleine Feen. Hugo darf jetzt... Aber ich habe sie doch verzaubern wollen gerade, Mensch. Ja. Pech gehabt. Meine kleinen Freunde haben nämlich einen eingebauten Zauberschutz. Ha, na und? Ich wollte sowieso hier bleiben, noch ein Spielchen spielen. Ach, das ist mir doch völlig egal. Ist mir das, wie ich aussehe. Aber bevor wir hier spielen, gucken wir uns erstmal zusammen den heutigen Superpreis an. Nervtroll. Jetzt kannst du deine nächsten Ferien sinnvoll nützen. Mit einer dreiwöchigen Schülersprachreise nach England von IST. Internationale Sprach- und Studienreisen. So macht Vokabelpauken viel mehr Spaß. Zielort, Reisetermin und den Abflugort in Deutschland kannst du dir übrigens selbst bestimmen. Ja, das ist der heutige Superpreis. Den kann man gewinnen. Und wie? Man muss ganz oben auf der Highschool-Liste nachher sein. Dann rufe ich euch an, wenn ihr da seid, spielen wir um diesen heutigen Superpreis. Und wie kommt man auf die Highschool-Liste rauf? Indem man mit dem Hugo spielt. Wie jetzt zum Beispiel der Dennis. Grüß dich! Hallo! Hi, Dennis! Heute schon auf dem Mountainbike gewesen? Nee, heute noch nicht. Hier, erzähl mal, du bist ein richtiger Mountainbiker. Was machst du denn da so? Ja, fährst du irgendwie durch die Landschaft oder was machst du da? Trainierst du? Ja, nein, einfach so, just for fun. Ach so, gibt es da irgendwelche Rennen, die man da so bestreiten muss? Oder? Im Moment nicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn die Stadt das will. Was für ein Rennen denn? Erzähl. Cross-Country. Also Cross-Country? So einfach normal durch den Wald, bergab, bergauf. Durch den Wald? Ja. Aber nicht so durchs Wasser fahren oder so? Nee. Ja, wollte gerade sagen, dann werden die Speichen ja ganz nass, ne? Das muss ja nicht sein, ne? Dennis, du spielst auch gerne Basketball? Ja. So im Verein oder ganz privat? Nee, so auch just for fun. Ach so, so Streetball eher, oder ja, wie? Ja. Hey, klasse. Dennis? Ja? Wir werden jetzt beide zusammen auch mal spielen. Ja. Wir gehen mich jetzt just for fun mal so ein bisschen ins Labyrinth, ne? Oh, jo. Guck mal hier, Rattefix hat schon da die ganzen Ziffern für dich, die Tastatur. Die müssen wir benutzen. Du kennst das Labyrinth? Och ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Immer die guten Säckchen einpacken und den Rest, dann müssen wir einfach wegspringen und uns duken. Das schaffen wir schon. Und los geht's, komm, ab ins Labyrinth. Oh, da ist schon mal der Weg, den müssen wir uns merken. So, da rein, Fahrstuhl runter, dann darüber, Fahrstuhl runter, hochfahren, darüber, Seil hoch, Seil, zapp, zapp, zapp. Kriegen wir hin, los geht's, komm. Ha, schaffen wir. Juhu! Uiuiuiui. Boah. Die Stange muss auch mal geölt werden. Ja, kein Wunder, bei dem ganzen Wasser muss die ja irgendwann mal anfangen zu rosten. Na, dann laufen wir mal los, ne? So, hoppala, das war ja schön. Zwei, nach oben, genau, das ist gut. Ja, lang C machen, so genau rüber. Jetzt, pass auf, Moment, die 8, mach mal die 8. Ja, den Fahrstuhl müssen wir uns runterholen. Jetzt gehst du mit der 1 in diesen Fahrstuhl rein. Jetzt fährst du mit dem Fahrstuhl bitte nach oben, Dennis. Nach oben mit der 2. Genau. Klasse. So. Ich würde sagen, wir gehen mit der 6 mal raus. Genau. So, pass auf. Jetzt müssen wir gleich ein Springerchen machen. Rüber, 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 Dennis. Ja, genau. Und rüber. Ja, Gott. Spring, hopp, weg da. Springe fix. Rüber. Ja, klasse. Hoppala. Ach, Dennis. Gott sei Dank. Hallöli, hallöli. Pass auf, jetzt achte nicht rein. Mach mal die 8. 8 drücken. Ja, genau.
Habe ich nämlich vorhin gemerkt, das ist ein Trick. Das macht sie extra nicht mehr mit der 1 da rein. Genau. Fahr mit der 2 mal nach oben. Starke Nummer. Da. Es gibt nur so Fahrstuhlmusik. Da. Mit der 4 raus. So. Nein, lieber da. Gott, jetzt Dennis. Rüber. Ui. Da habe ich aber weiche Knie gekriegt. Rüber. Weg da. Seite Hohlschädel. Ah, lass dir gleich 2 Säcke hintereinander. Da krabbeln wir jetzt mal hoch mit der 2. Ja, also seitdem ich dieses Free-Climbing mache, geht das viel besser. 4. Na, verkehrt. Ach, naja, gut. Müssen wir eben wieder zurückgehen gleich. So, rüber. Ja, rüber. So, noch ein paar Punkte gesammelt. Weg da. Dann müssen wir wieder zurück den Weg. Rüber. Vorsicht jetzt. Achtung. 7. Sieben! Wir müssen wieder zurück. Da geht's ja runter. Rüber! Stark! Ja, hopps, weg da! Klasse, Dennis! Boah, hat der Parodonthose. So! Und ich sag doch, mal zweimal mindestens Zähne putzen. Halt, Achtung, rüber mit der 1. Rüber springen. Ja, hallo! Und hochkrabbeln. Ja! Oi, stark. Lalalala. Oh, Gott sei Dank. Mensch, Vorsicht, rüber. Oh nein. Oh. Hallo, Dennis. Guck. Achtung, geht weiter. Nein. Oh nein. Weil wir uns einmal verlaufen haben, sind wir nicht bis ans Ziel gekommen. Wir waren fast da, weißt du das? Ach, das ist ärgerlich. Kann man nichts machen. Alles, Punktestand. Oh. Ja, aber weißt du, war einmal da, wo ich... Ach, ärgerlich. Ja, fauler Sack auch noch. Also, Exane ist schon bösartig heute hier. Ja. 400 Punkte. Dennis, hier ist dein Preis. Er ist praktisch und außerdem ein edler Blickfang. Mit dem CD-Ständer CD2S von Heike Sander aus Hamburg kannst du bis zu 36 CDs ordentlich sortieren und hast sie stets griffbereit. Nur die Ordnung zählt. Nicht cool. Wahr, Hexana? Hey, starker Preis. So, wir gehen auch gleich in die Schatzkammer. Da kannst du deine Punkte, wenn du Glück hast, verdoppeln oder vervierfachen. Oh, ich hoffe, ich klappe das jetzt mal. Komm, Dennis, such den Schlüssel aus. Die 3? Ja. So, steck wir ihn rein. Ach, ärgerlich. Ach, 400 Punkte geblieben. Hier ist die Eisgoliste. Mensch, was ist denn das nur heute da in dieser Schatzkammer? Wo sind die Eisgoliste? Na, da ist sie ja. Guck mal auf Platz 3. Sieht aber auch gut aus, ja. Dennis, was? Also, danke erstmal für den Anruf. Dir weiterhin viel Spaß auf dem Mountainbiken. Und pack die Flusse auf die Nase. Ja, tschüss. Und ihr könnt weiter anrufen. 0137 323536. Und dann spielen wir auch gleich wieder schön zusammen. Wenn ich noch hier bin, dann hau ich auch ab. Na, vergiss es.